werden am meisten mit Toxen. Und wir kommen zu gehen zum Baal Schemte. Und der Baal hat schworen, der Baal von den Ochsen. Und hat er geklagt, er fragt bei Baal Schemte, wo findet er seine Ochsen. Aber Baal Schemte geöffnet das Hefe, das, was der Mann steht im See. Und hat er geguckt und hinweiligt und gesagt, wo findet er seine Ochsen. Danach hat er mit Weil gewesen, hat durch den Mehl, was er von sich im See hat, hat er gesehen, was tut sich mit den Ochsen nicht. Die Gräßkeit ist, als der Nehmter redet, der Mehler Gönnes beteilt. Und der Pfarrer hat das gekonnt, darf ihn sehen. Und wer hat das gesehen, darf ihn der Baal Schemte. Aber was hat er das genutzt, darf er nicht sagen, der Zehner ihnen von einem Ochs. Oder die aber, die ganze Ischalkus, was man macht, hat der See, der Heilige Kodisch beteilt. Und zwischen See und Tor, kein Scheich ist, dass der Heber von der Minion, was man sagt, als er ruf, ist er Leilom, gefühlt sich in seine Kindwortes und in alle Drüge Israel. In dort Niederpschat, er gefühlt sich in der Tele, was wir lernen dürfen. Dort in der Pschat, dass in der Tor, dass er von mir lebt.